Moin Leute, willkommen in diesem Video. Es ist wieder Random M Plus Spaß angesagt. Und zwar meinen eigenen Key im, was ist denn hier? Nekrotische Schneise plus 6. Ich bin gerade mal dabei, alle Keys auf blau zu bringen, also auf mindestens 7. Aber ich habe jetzt so viele 7er und 8er Keys gejoint. Und ja, ich muss sagen, auch als Tank werde ich zwar immer schnell mitgenommen und alles, aber wenn ich pushen möchte, dann suche ich mir lieber gerne selber aus, wen ich mitnehme. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Weil du siehst halt, wenn du irgendwo beitrittst, nicht, was da so für Leute drin sind. Und ich habe jetzt, glaube ich, 8 Runs gemacht oder so und nur einer davon ist in Time geworden. Und nein, es war nicht immer meine Schuld. Natürlich bin ich auch nicht unfehlbar, aber da lag es nicht an mir. Krieg ich die Part mit? Ne, dann ziehen wir den Portalwächter, das wollen wir nicht. Die Kleinen hier sind auch immer fies, weil die immer so durch die Gegend springen. So. Dann nehmen wir die große Gruppe hier nochmal mit. Oh, ich muss gleich mal meinen Provosten anrufen. Per Telefon hier, damit er mir mal ein paar Fiolen vorbeibringt. Jetzt heilen wir uns erstmal mit dem Strahl. Dann können wir hier mal wieder eine Paktfähigkeit reinlegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe jetzt eigentlich gute DDs mit Mage und Hunter. Die ballern gut weg. Also 2 Hunter, 1 Mage. Ich glaube, die waren jetzt alle auf jeden Fall über 190. Ich stelle mich mal hier ein bisschen an den Rand, damit ich nicht ganz so direkt in die Schnauze kriege. Oh, hier der Mage-Akku. Nee, hat er gar nicht. Das ist dieser Special-Effekt, der geht random rein. Da habe ich nicht als Tank versagt. So, jetzt muss ich hier gleich mal gucken, dass ich die Pats abgefangen bekomme. Eine habe ich schon mal hier. Das ist manchmal gefährlich, die mit der Kleve zu pullen, weil wenn die noch zu dicht an einer anderen Gruppe drin sind, dann springt die einfach weiter. Und zack, hast du 2 Gruppen gepullt. So, jetzt warten wir noch auf die kleinen Grünen. Die muss ich da jetzt auch gleich nochmal eben sinnvoll rausspotten. Ja, ich bin dabei schon mal gescheitert, ich gebe es ja zu. Ein Doppelpull an dieser Stelle ist nie so gut. So, da habe ich sie. Das hat funktioniert. Keine Zeit verloren, weil wenn die hier noch eine extra Runde laufen, das ist auch nervig. Schnell vollheilen mit dem Strahl. Healer Mana liegt bei ungefähr 80%. Easy going. Können wir noch die 2 hier hinten wegmachen und dann holen wir uns den Boss. Pull ich jetzt einfach mal mit dem Brandzeichen. Und dann gib ihn. Geil. Bis jetzt noch kein Fail. Ich will nicht zu früh, also den Tag hier nicht vor den Abend loben, ne? Aber ich glaube, das sieht gut aus. Kampfrausch ist da. Sehr gut. Dann ballert den mal um. Jetzt kommt es darauf an, wie die Leute hier die Ads umknistern. Ne? Ich drehe den mal ein bisschen weg. Mit der Einbildung, dass es ein bisschen was bringt. Ob der Baumeister. Ich kann euch bei den Ads nicht so gut helfen, Jungs. Oh, 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 da will ich nicht rein. Hier ist natürlich das Schöne, dass ich jetzt ein bisschen freier bin. Weil wir keine Melees haben, ne? Da muss ich nur für mich gucken, wo ich da hinspringe. Die Range-DDs, die kommen schon klar. Um die mache ich mir jetzt einfach mal keine Sorgen. Krass. Sieht auf jeden Fall gut aus vom Schaden. Ich meine, ja, okay, wir hatten jetzt Kampfrausch, aber nach der ersten Ad-Welle war der schon auf, lass mich lügen, unter 50%. So, das war nicht schlecht. Da habe ich schön mein Brandzeichen in die Ads gelegt. Ich würde gerne mit meinem Healstrahl auf die nächsten Ads warten, in der Hoffnung, dass sie zu mir kommen. Ich brauche den jetzt ja eh eine Heilung. Heilung. Heilung sieht ja gut aus. Der ist gleich down. So, da sind Ads. Und Strahl. Dann legen wir nochmal den da rein. Dann springen wir hier raus und dann ist der Boss auch down. So, komm, stirb, Kollege. Oh, schade, der Piro kam zu spät. Jetzt machen wir den scheiß Portalwächter da weg. Der kann manchmal auch echt ätzend sein, der Kollege hier. Okay,
Den Interrupt habe ich schon mal gewastet, weil ich was kicken wollte, was man nicht kicken kann. Ich hatte mir das mal farblich markiert, sollte ich vielleicht mal wieder machen. So, jetzt ziehen wir uns ein bisschen Selfie rein, um den Heiler einfach zu entlasten. Den kritischen Blitz immer schön unterbrechen. Ich kann nicht nochmal. Naja, egal. So. Oha. Feuerbrandaura. So, und dann geht's auch schon weiter im Text. Na ja, komm, ich lauf los, das könnt ihr noch machen. Braucht der Healer jetzt mal eben kurz eine Rackpause oder was? Ne, der heilt mich noch. Ah, er sitzt. Ich warte kurz ein bisschen. Ich meine, das Essen, was er hat, kostet ja eh nichts, ne? Dann kann er da ruhig sich ein paar Mal öfter hinsetzen nach jedem Kampf. Alles gut. Ich würde es nämlich echt begrüßen, wenn wir das hier plus 2 pushen, damit ich gleich einen Achter laufen kann. Weil so langsam... ich habe noch nicht viel Versality auf dem Gear, aber Achter sind echt gut drin bei mir. Die beiden gehören auch noch dazu. Die hätte man eigentlich zusammen holen können. Sollen. Wie auch immer. Guck mal hier ein Silence-Zeichen hin. So. Hat sogar was getroffen. Oh, Bedrohung sinkt. Guck mal, der Hunter hat mich fast overnuked. So, denn die kleinen Scheißer, die kann man mit der Part hier ganz gut zusammenspielen. Oh, nicht rein nuken. Ich war zu schnell. Zu langsam. Ihr war zu schnell. So. So wollte ich sagen. So, jetzt nehme ich hier mal eben kurz die Dings. Wie heißt das? Metamorphose. Ah, da springe ich raus. Interessiert die Ranges sowieso nicht, ob ich gefeiert werde oder nicht. Deswegen kicken die das wahrscheinlich nicht. So. Jetzt hoffe ich mal, dass hier Combustion ab ist. Ich weiß nicht, soll ich hier was CC'en? Nö, scheiß drauf, ne? Oh, der Hunter hätte sogar was CC'd. Ich kann hier einmal rein silenzen mit AE. So, hab sogar was getroffen. Jetzt gibt's den Strahlpower. Das hier kann ich reinigen. Sehr schön, es läuft doch. Das hier kann ich kicken, ja, aber im Moment nicht. Dann gibt's nochmal eben das. Ich kann gleich wieder kicken. Oh, raus da. Blitz wegkicken. Selfie durchs Trinket. Ah, da sind nur ein kleiner. So, das kann ich reinigen. Weg ist das. Kicken kann ich im Moment noch nicht. Leider Gottes. Oh. Gekickt. Sehr gut. Läuft doch. Nochmal kann ich nicht. Muss ein anderer machen. Sehr schön. Die DDs hier, die funktionieren. Die kicken. Alles gut. Ich habe heute nichts zu meckern, Leute. Geil, ne? Kommt auch nicht so oft vor. Jetzt mal gucken, ob sie mich hier im 4 hängen lassen oder ob sie trotzdem mitkicken. Das Problem ist auch, merke ich jetzt gerade selber, vor jeder Gruppe rede ich schon das Negative herbei, ne? Das ist auch eine Kackeinstellung, das muss ich echt zugeben. Aber die kommt ja auch nicht von sonst woher. Die muss ich mir irgendwoher gebildet haben. Wollt ihr den großen Vogel nicht machen, oder? Na gut, wir können auch hier rumgehen. Ich mache sonst immer den großen. Jetzt weiß ich nicht, wie das aussieht mit den Prozente, Jungs. Ich habe mich jetzt hier einfach mal verleiten lassen, von meiner Route abzuweichen. Komm, die Putt will ich auch haben. Die pulle ich jetzt hierher. Nee, das wird ein Big Pull. Das wollen wir nicht. Hätte ich jetzt fast getan. Aber ich pull die auch gleich. 1, 2, 3. Action. So, der kriegt einen Silence-Kreis da hinten hin, damit er hierher kommt. Läuft. Jetzt gibt es eine Feuerbrandaura. Jetzt gibt es die Zeichen hier für AE-Damage. Dann gibt es den Strahl und Action. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass der viert. So, gekickt. Alles gut. Dann sammle ich hier mal kurz die Mastery-Kugeln ein. Und Action. Machen wir das große Pack hier auch. Ja. Schön mit Aura rein.
Unter 6, also unter 7, gibt es hier noch nicht die Orbs. Das nächste Affix fängt erst mit 7 an. Die Gruppe mit den ganzen Kleinen wäre mit den Explosiv-Orbs wahrscheinlich schlimmer gewesen. Weil es ist egal, wie groß die Mobs sind, umso mehr Kugeln, ne? Das ist zum Beispiel im Seuchensturz vorm ersten Boss mit den kleinen Blubs ganz gefährlich. Ja, ich habe schon die böse Erfahrung gemacht. Normalerweise reite ich da ja durch und mache das mit, machen wir die AE. Aber jetzt bei Explosiv sollte man das vermeiden und die einzeln pullen. Nur mal so als kleinen Tipp am Rande. So, die Putt brauchen wir, glaube ich, auch noch, oder? Ich weiß es nicht. Genug Trash. Bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Aber wir haben eine deutsche Gruppe, deswegen frage ich mal eben im Chat. So, Boss-Action. Bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen mit der Gruppe hier. Mit der würde ich fast den Achter spielen, der hier rauskommt. Ach, jetzt gehe ich schon einfach mal davon aus, dass der plus 2 gepusht wird. Obwohl das noch gar nicht aller Tage Abend hier ist, ne? Eigentlich müsste ich froh sein, wenn er überhaupt in Time wird. Oh, der Tank scheißt rein. Hat er nicht. Aber fast. Was ist mit dem Mage nicht in Ordnung? Warum kriegt er so viel Schaden? Geh mal einen Eisblock und lass ihn mal hochheilen, Kollege. Das Damage-Duell gegen die Hunter hast du sowieso verloren. Falls es hier darum geht. So, komm her, kleines Ad. Versuche hier mal ein bisschen was auf mich zu ziehen. Boah, ich gehe mal in die Dings. Geh nochmal auf die Ads. Die Metamorphose war Dings übrigens gerade. Bisschen selber heilen. Pass auf hier den Hauch, Jungs. Hat er denn nicht schon mal weniger Leben? Hat er sich jetzt hier voll geheilt oder was soll das? Defensivfähigkeiten, kannst du kriegen, Junge. Nochmal wieder Land der Toten. Was haben wir denn jetzt hier gerade? Tyrannisch? Bosse haben 40% mehr Gesundheit, okay. Deswegen kam mir das wahrscheinlich auch so vor. So, kriege ich hier noch ein paar Ads? Ja. Nicht schlecht. Gefällt mir gut. Wie sieht es mit dem Heiler-Mana aus? 50% gefällt mir auch gut. Wenn der jetzt hier nochmal sterben würde, gleich. Wie viel haben wir denn noch? 22 Minuten gesamt, 8 Minuten bis plus 3, also 8 Minuten, das ist ja krank. Das kannst du wohl auf Tyrannisch komplett vergessen. Können wir es schaffen? Jo, wir schaffen das. Keine Kohlensäure mehr drin. Also ich mag ja stilles Wasser, aber wenn das mal Classic war und jetzt still geworden ist, dann ist es nicht so lecker wie stilles Wasser, was schon immer stilles Wasser war. Wisst ihr, wie ich meine? So, Achtung, die kleine Putt, wo ist die denn? Ich muss hier ein bisschen auf meine Gruppe achten. Wo sind die kleinen Viecher? Die kommen. Aber das ist alles easy, weil Feuerbrand Aura ist ready. Dann ziehen wir uns die jetzt hier mal einfach dazu, legen den hier da rein und dann ist Action. Bam. Oh, da wollte ich jetzt nicht drinnen bleiben. Ich dachte gerade, da ist ein Orb gespawnt, aber das war der Mage in seiner komischen Feuerhülle. Big Pull? Nee, komm, safe. Better safe than sorry. Jetzt hier einen Mob abgehauen oder was?
so schön hier bleiben. So. Der Druide hasst mich bestimmt jetzt gerade, weil ich andauernd aus seinem grünen Kreis rauslaufe. So, wo ist die Party? Die läuft jetzt gerade dahin. Dann kann ich nochmal eben kurz in diese Gruppe hier reinspringen. Bisschen Action machen hier. Rambazamba. Jetzt ist das zu hoch. Oh, da muss ich jetzt diesmal mal raus. Und wieder rein. In den grünen Kreis. Pat ist auf dem Rückweg. Das ist geil. Dann warten wir hier auf die. Die pullen wir dann nämlich gleich mit. Das schaffen wir schon. Bis dahin sind hier auch noch ein paar Mobs tot. Das ist alles gut. Ey, ey, ey. Leute. Leute, was macht ihr? Scheiße, 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 scheiße. Also ich kann mich mal eben retten. Okay, jetzt müssen wir die Part mitspielen. Aber ich habe direkt hier Kreis am Start, Metamorphose am Start, alles am Start. Hier den Kleinen, den spotte ich mir nochmal eben zurück. Du machst mir jetzt weniger Damage, du kriegst das boshafte Dings drauf. Wie heißt das nochmal? Flamme des Brandmal. Fast getroffen. Okay, das war jetzt echt gut. Ruckelt hier gerade mein Bild? Nee. Ich habe übrigens eine neue Kamera am Start, falls dir das aufgefallen ist. Das war jetzt gerade echt gut, dass meine Cooldowns ready waren. Weil die Gruppe ist da gerade schon ganz schön gedroppt gewesen, ne? So, braucht der Druide gleich vor dem Boss noch eine Rackpause? Ich würde jetzt auf den ersten Blick erstmal sagen, nö. Ah, wer macht mir denn so... Ah, das ist jetzt Weichklopfen. Das könnte man als guter Tank auch mal auskiten, ne? Vor allem, wenn man Ranged-DDs hat. Jetzt kann ich nichts mehr ziehen hier, Junge. Oh, jetzt ist mein... anderer Scheiß geprockt. Na, ich heile mich mal eben voll. Aber warum hat die Gruppe dann so viel Schaden gekriegt? Naja. Hat ja gepasst. Wo werden die jetzt geaddet? Oder adden die von alleine? Kann auch sein, ne? Scheiße. Das wird knapp. Mit dem hier, Mana. Mage, du musst die kiten oder in Eisblock gehen. Und das statt Ballball solltest du auch nicht unbedingt in unseren Heiler reinziehen. So. Jetzt hast du, kannst du dich jetzt hinsetzen, Dudu? Ne, er macht erstmal nachwachsen. Kommen die auch, ja, die kommen auch automatisch, ne? So, das farme ich mal eben mit Flammen des Brandmal ab. Das Weichklopfen. Alles gut. Hier ist noch Meisterschaft für mich. Das 24% Ink Damage, das sparen wir uns mal eben. So. 36% mehr Schaden kriege ich. Aber durch flammendes Brandmal kriege ich. ...40% weniger. Aber der Dicke muss echt down. Weil der wird sonst mit der Zeit echt übel.
Aber guck mal, wenn der so schnell down geht, dann ist das überhaupt gar kein Stress. Und gut, das war jetzt ein anderer. Der hat Kräuter gekotzt. Oh, was sitze ich eigentlich mehr so komisch? So, seid ihr ready oder was? Ja, Mann. Healer hat voll Mana. Schön weit nach vorne ziehen hier als Tank. Weil das passiert auch schnell, dass man einfach zu weit weg ist, ne? Dann hat man schon mal Leute, die treffen mit dem Scheiß. Und dann stehst du als Tank zu weit weg. Leute, glaubt mir, das wollt ihr nicht verantworten. So, komm, One-Phasen jetzt hier. Ballern. Das wird, glaube ich, nichts auf Tyrannisch, aber... Okay, wir versuchen es. Aua, lass mich in Ruhe mit dem Kack. ...50% haben wir ja schon. Mit Kampfrausch. Ja, gut. Zweite Phase werden wir wohl brauchen. Wann geht denn der wieder hoch? Habe ich da einen Timer für? Flucht, ja, habe ich jetzt nicht gelesen. War auf jeden Fall nicht viel über. Egal. Nächste Phase ist er down. Ich hole mir den dicken Dicksack her. Zieh den hier schön nach vorne. Okay, das Sekret nach hinten legen, weil sonst habt ihr hier vorne keinen Platz mehr. Und was jetzt ganz wichtig ist, wenn man hier vorne steht, dass man aus dieser Linie rausgeht als Tank. Weil ich stand auch schon mal als Tank dazwischen. Das ist nicht cool, sowas. Ich berichte euch gerne von meinen Fehlern. Das ist mir erstens ist mir das nicht peinlich, weil wir sind alles Menschen, ne? Das kann passieren. Und zweitens ist es ja schön, wenn ihr aus meinen Fehlern lernen könnt, oder? Ich habe ja quasi auch draus gelernt, sonst hätte ich es jetzt ja nicht richtig gemacht. So, das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt noch genau 7 Minuten für plus 2. Beim Endboss kann Folgendes schief gehen. Die Leute stehen ineinander im Kreis, wenn Dispelt werden muss. Die Leute gehen nicht aus dem Kometenhagel raus. Oder die Leute dispeln nicht. Was nicht so schlimm wäre, aber es darf halt keiner in dem Kreis sein, wenn das ausläuft. Guck mal, das funktioniert schon mal gut. Der Kreis ist leer. Sehr schön. Gleich kommt der Hagel wahrscheinlich. So, den laufen wir hier einmal schön zickzack aus. Direkt wieder ran. Und weiter geht's. Ich muss ja mich mal von was trennen. Ich habe hier beide Anzeigen doppelt. Das geht mir gerade auf den Sack. Da muss ich aber mal gucken, wo welche herkommen. Ich glaube, eins davon ist Deadly Boss Mods. Und das andere wird Big Wick sein. Das war auch geil. Habt ihr das hier gerade gesehen? Die Anzeige mit den Balken, die runter ticken. Von dem Kometenhagel. Das ist meine Weak Aura. Die heißt, glaube ich, Shadowlands Dungeons. Die gibt es auf Wagyu. Wie heißt das? Wagyu? Gibt Shadowlands Dungeons Weak Aura bei Google ein, findet ihr das schon. Das ist sowieso immer ganz gut, weil das sagt euch auch, wenn ihr jetzt gerade mehr Schaden bekommt, wenn ihr kicken müsst, wenn AE kommt, wenn ihr auseinanderlaufen müsst. Hier jetzt zum Beispiel Spread. Heißt aus dem Kreis raus. Jetzt kommt Break Shield. Hier tickt er den Schaden runter, bis das Schild weg ist. Finde ich ganz geil, diese Anzeigen. So, hier, da. Oh, oh. Dann weiß man nämlich genau, ah, jetzt ist zu Ende und wann man so wieder so ein bisschen den Schlenker zurück zum Boss machen kann. Damit man nicht viel Zeit verschwendet, um direkt wieder Dungeon Damage zu machen. Meine Maus hat gerade nicht reagiert. Deswegen habe ich mit dem Zeichen auch erstmal daneben geschossen. Quasi. Guck mal, das passiert, wenn die nicht dispeln. Dann wird der Platz hier geringer. Ein-, zweimal kann man das verkraften, aber dann ist auch Schluss. So, plus 2 random, GZ. Das war ein geiler Run, das hat echt Spaß gemacht. Das wird mir auch ein Stück von meiner Negativität in Random-Gruppen wieder nehmen. Aber es hat mir gezeigt, dass ich wirklich die Gruppen selber bauen sollte. Na? Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, oder? Haut rein.